Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute beginnt offiziell der Start der zweiten Bundesliga. Natürlich auch von der dritten Bundesliga. Die erste Bundesliga lässt noch ein wenig auf sich warten. Aber ich habe mir gedacht, ey, dann gehen wir auf jeden Fall schon mal in die zweite Liga rein und nehmen das zumindest ja, in dem ersten Spieltag mal mit. Ich weiß noch nicht genau, ob wir den zweiten Spieltag vielleicht auch noch mal reingucken. Vielleicht gibt es da ja noch ein interessantes Spiel. Aber Köln gegen Hamburg ist allemal interessant und deshalb habe ich mir gedacht, ey, nehmen wir mit. Ihr seht schon, ich habe mich, das habe ich verkackt. Da habe ich zu spät abgespielt, das dürfte wieder zurückgepfiffen werden. Okay. Ja, ich habe mich für Köln entschieden. Köln natürlich mit dem Heimvorteil und eben mit der Tatsache, dass sie zuletzt noch erste Bundesliga gespielt haben, während Hamburg schon eine ganze Weile in der zweiten Liga unterwegs ist. Natürlich kann man das jetzt alles nicht so wirklich einschätzen. Hamburg sowieso immer mit Aufstiegsgedanken. Köln will, denke ich, auch wieder hoch. Jetzt ist nur die Frage, teammäßig, interner bin ich natürlich nicht drin. Ne? Da habe ich andere Teams, für die ich mich ein wenig mehr interessiere, gerade erste Bundesliga technisch, wo wir dann natürlich auch wieder orakeln werden, genauso wie wir die internationalen Sachen mit Champions League und deutsche Nationalmannschaft und so auch wieder mitnehmen werden und halt, wenn sich das anbietet, auch mal die zweite Liga oder vielleicht sogar irgendwas anderes. Immer das, worauf wir so Bock haben. Ja, na, zu dem doch nicht. Der sollte eigentlich, naja, es wäre so oder so nichts geworden, aber zu dem sollte er definitiv nicht passen. Wir spielen auf Profi. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich habe weniger Fußball seit, haben sie sich doch irgendwie durchgestochert. Nein, ich habe ja dadurch, dass die EM war, dann dort noch ein wenig orakelt, habe gedacht, dass man vielleicht hier und da nochmal in das ein oder andere Fußballspiel reingucken könnte, wie FIFA 99, FIFA 2004 und so weiter, hatte ich ja schon öfter mal erwähnt. Aber dadurch, dass gar nicht so viel Pause war, jetzt vielleicht irgendwie hier irgendwas, zack. Ja, nein, selbst den kriege ich da nicht rein. Das gibt's nicht. Wieso geht denn die Pelle da nicht rein? Was ist denn jetzt los? Oh, das ist wild. Ja, da habe ich mir auf jeden Fall gedacht, ey, dann reden wir gar nicht so um den heißen Brei herum, sondern werden jetzt hier einfach direkt. Ja, das ist in den Rücken gepasst, damit kann er natürlich nichts anfangen. Okay, das ist Käse. Aber geht schon wieder ganz, ganz gut rein, ne? Aber mal sehen. Wie gesagt, die Mannschaften kann ich nicht so einschätzen und aber ich würde das Spiel höchstwahrscheinlich gucken. Also ich hätte schon Bock irgendwie. Muss sagen, es hat mir, glaube ich, auch ganz gut getan, dass wir ein bisschen EM hatten, wo wir auch auf die deutsche Nationalmannschaft so ein bisschen bauen konnten. Weil dadurch hat Fußball weiterhin Bestand gehabt. Ne? Champions League Finale war ja auch noch ganz interessant. Und jetzt geht es dann im Prinzip in die zweite Bundesliga wieder rein. Dritte Bundesliga ja, wie gesagt, auch. Da werde ich aber vorerst, glaube ich, noch nicht wirklich was orakeln, weil ich mich da erstmal auf die zweite so ein bisschen konzentrieren will. Und DFB-Pokal ist ja, glaube ich, auch irgendwie 2 Wochen oder so. Ne? Und dann geht's auch direkt wieder rein in die Bundesliga. Und deshalb, also es liegt wieder viel Fußball an. Wir sind ja leider nicht bei den Olympischen Spielen vertreten, außer natürlich durch Frauenfußball. Alter, okay, keine Ahnung, warum er den so geköpft hat. Ich habe komplett nach rechts gedrückt aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wo er den da hinköpft. Wild. Ja, Frauenfußball habe ich jetzt auch ein bisschen geguckt. Die deutschen Frauen haben sich ja ganz gut geschlagen. Sie haben allerdings gegen die USA verloren. War jetzt nicht weiter dramatisch, weil sie die anderen beiden Spiele
gewonnen haben. Mal gucken, wie es da noch so ausgeht. Allgemein, so Olympia, muss ich sagen, bin ich zurzeit auch ein bisschen dabei. Ich habe es hier auch gerade neben mir auf, ist gerade Tennis. Zverev spielt gerade gegen Musetti. Heißt der so? Italienischer Landsmann. Und der führt aber gerade mit 4:3. Aber jetzt erstmal weiter fußballtechnisch. Ich werde für morgen auch das 20.30 Uhr Spiel orakeln. Das kann ich schon mal sagen. Die ganzen Freundschaftsspiele, die Bayern, Leverkusen, Dortmund und so jetzt gehabt haben, die haben mich jetzt nicht so mega interessiert. Die habe ich hier und da mal so kurz laufen gehabt, aber auch nicht wirklich das Interesse dran gehabt. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Ich kriege die Pille da nicht rein. Ich weiß nicht, was los ist. Also das ist wild. Dafür, dass wir tatsächlich die ein oder andere Chance haben. Nein! Lass dich doch nicht so ausnehmen. Ich hätte doch gewusst, dass der... Starkes Tackling hier. Ja, dass der im Endeffekt abbremst. Nein, das war dumm. Nein, das war wieder dumm. Ich habe gedacht, wenn der erste schon nicht durchgeht, dann vielleicht der zweite. Nein, nicht den eigenen umnieten. Oh. Ich wollte gerade sagen, das war kein Foul. Das war wirklich... Das war wirklich perfektes Timing. War schon fast zu spät, aber nein, nein. Wir haben es doch noch irgendwie hingekriegt. Okay, du läufst da meilenweit im Abseits rum, Bro. Na, den nehme ich auf meine Kappe. Den nehme ich auf meine Kappe. Den wollte ich irgendwie rumziehen. Aber da merkt man nochmal so die Unterschiede. Weil ich finde, wenn wir jetzt hier irgendwie mit Bayern, Dortmund, Leverkusen gespielt hätten, dass du den Schuss dann besser setzen kannst. Also glaube ich, unterschätze diesen Fußballstil, der in der zweiten Liga gespielt wird, ein wenig. Dass ich immer noch so ein bisschen im Kopf darauf eingestellt bin, ja, wie spielt die Nationalmannschaft oder die Nationalmannschaften, wie spielt ein Erstligist. Ja, das ist alles Käse hier gerade, so richtig durchkommt man nicht. Ja, jetzt muss ich das Ding doch... Das gibt's nicht. Hallo, wieso läufst du weiter? Nimm ihn doch mit. Boah, der zweite Mann von uns, der hätte da doch hingehen können. Der guckt da bloß hin und macht nichts. Also wenn er da straight hingelaufen wäre, dann hätte er den safe gekriegt. Also, dass er da so einfach nur hinterher guckt und dann nichts macht. Alter. Boah. Der kriegt ja einen besseren Schuss aus der zweiten Reihe hin, als ich vom 5-Meter-Raum aus. So, Ecke kommt. Okay, das ist ein Problem. Nein. So, jetzt, come on. Ich hätte auch andere... Nein, ich hab's gewusst. Ich sag's gerade noch. Ich hätte auch andere Trikots wählen müssen. Aber das sah echt so aus, als wenn sich das ein bisschen besser absetzt. Ja. Wir werden durch den Einverteidiger wieder so ein bisschen unter Druck gesetzt. Drinne. Boah. Das hat mich irritiert, weil der eine Verteidiger hat uns ganz schön unter Druck gesetzt und der Torwart kam nicht raus. Das war... Oder ist wieder zurückgegangen. Das war irgendwie ein bisschen strange. Aber vielleicht war genau das im Endeffekt auch dafür zuständig, dass wir den Erfolg gehabt haben. Aber die Trikots setzen sich tatsächlich nicht so geil ab. Ah, ich hab's vergessen. Das muss ich vielleicht nachher noch aufnehmen. Ich wollte noch so ein Trikot-Ranking oder sowas machen. Ich habe ja in letzter Zeit wieder ein paar Tierlists gemacht. Ich weiß, hat inzwischen auch schon jeder gemacht und so. Ist auf gar keinen Fall meine Idee. Aber irgendwie finde ich die Idee cool. Da mal sich die Trikots alle so anzugucken. Ich habe mir die ein oder andere Tierlist angeguckt, beziehungsweise die ein oder andere Trikotbesprechung so ein bisschen nebenbei laufen gehabt. Okay, jetzt ist irgendwie der Knoten geplatzt. Und ich muss sagen, einige sind interessant, andere fühle ich überhaupt nicht. Aber na gut, vielleicht ist es schon online, vielleicht kommt es die Tage noch online. Geht da auch eher um die Erstligisten. Ne? Ich komme bloß gerade drauf, weil wir hier die Trikots, das Hamburg-Trikot so helles Blau hat. Ich habe auch kein so wirklich dunkles Blau gesehen, falls ich das... Aber das sind sowieso noch die... Wie ist eigentlich der Stand? Wird das Spiel noch geupdatet? Ich meine, wir holen uns ja sowieso
das neue FC-Game dann wahrscheinlich. Ich weiß nicht, inwiefern noch andere Fußballspiele rauskommen. Ich habe jetzt erstmal nur gesehen, dass man, glaube ich, vorbestellen kann, ne, schon. EA Sports FC 25 oder so. Und das müssten jetzt hier noch die alten Trikots sein, oder? Und ja, 2-0 Köln. Kann ich mir auch in Real Life so vorstellen, obwohl ich immer noch so ein bisschen die Hoffnung habe, dass Hamburg sich ein bisschen mehr wehrt. Ich stehe eigentlich beiden Clubs neutral gegenüber, aber ich bin auf jeden Fall in der Zeit aufgewachsen, wo sowohl Hamburg als auch, na, wobei Köln schon eher zweite Liga noch war. Aber die waren immer so Fahrstuhlmannschaftmäßig. Die sind immer hochgekommen, dann wieder runtergegangen, dann wieder hochgekommen. So habe ich das jedenfalls abgespeichert. Und Hamburg hat ja irgendwann mal Europa League gespielt. Aber das ist auch schon Ewigkeiten her, ne? Naja, wie gesagt, leichte Tendenz sehe ich genauso für Köln. Mal gucken, was das so wird. Und ja, wegen diesem Update, ich habe keine Ahnung, weil hier ist es noch nicht wirklich geupdatet. Ich weiß auch nicht, ob es geupdatet wird, aber hier spielt Hamburg tatsächlich noch, Köln tatsächlich noch erste Liga und Hamburg zweite Liga. Ich war gerade schon ein bisschen irritiert deswegen, also wird ja hier noch gar nichts geupdatet sein. Insofern, ich weiß auch nicht, ob der Spieler oder Trikots oder sowas überhaupt geupdatet werden, aber ist auch egal. Wir gehen wieso in den nächsten Teil rein oder vielleicht kommt ja auch ein guter Konkurrent auf den Markt. Ich weiß es nicht. Eure Gedanken auf jeden Fall wie immer sehr gerne in die Kommentare. Ich bin fürs Erste raus und hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dann sage ich einfach mal ciao.